Darmtag im Klinikum mal anders. Kabarettist Toni Lauerer hat im Straubinger Klinikum St. Elisabeth vergangene Woche versucht, als Schirmherr des Darmtags den Besuchern die Angst vor einer Darmspiegelung zu nehmen. Auf seine gewohnt süffisante Art berichtete er von seiner ersten Untersuchung dieser Art. Chefarzt Professor Dr. Norbert Weiger erläuterte die medizinischen Hintergründe. Außerdem konnten sich die Besucher an mehreren Ständen über Darmerkrankungen, Behandlungsmethoden und richtige Ernährung informieren.